Ja, hallo zusammen. Heute machen wir eine neue Folge. Heute sind wir zu Gast bei Pascal, Home of Insects. Pascal, ja, grüß dich. Vielen lieben Dank, dass wir kommen durften. Gerne doch. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, wir wollen euch heute mal so ein bisschen näher bringen, was die Jungs so machen, was Pascal besonders macht, wie lange er das schon macht. Wir sind ja jetzt an deiner, ich sag mal, an deinem neuen Firmensitz. Richtig. Ihr seid ja jetzt seit? Seit 1. Juli. Diesen Jahres hier. Auch, ne? Genau, genau. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Ja, also sehr, sehr sauber, sehr ordentlich alles. Also so in der Größe und so ordentlich sieht man das echt nicht häufig. Du machst das Hobby an sich jetzt schon seit wie vielen Jahren? Über 10 Jahre. Weit also über 10 Jahre. Bist du auch die ganze Zeit schon bei den Wirbellosen unterwegs oder hattest du vorher auch Schlangen, Echsen? Echsen hatte ich, also Schlangen noch gar nicht. Ja. Ich war eher so in der Bartagam-Szene unterwegs. Ah, okay. Ja, also richtig Australien, richtig Wüste. Ja. Danach so ein bisschen die Kraken-Echsen und dann brauchte man Futter und da bin ich auf die Schaben gekommen. Und von da an ging es mit Wirbellosen. Schaben war so dein erster Bereich. Das ist ja heute noch sehr cool. Ja. Mittlerweile wieder aufgebaut, ja. Aktuell dein Fokus, ist ja eine bestimmte Art, auf die du aktuell oder auf der du aktuell unterwegs bist? Also nach wie vor ist die Rio-Schabe, ja. Die größte und schwerste, auch wieder Australien. Ja. Ja. Das ist einfach das Tier schlechthin. Hm. Aber ich sag mal, Schaben allgemein finde ich cool. Ich sag mal, was du halt echt stark mit ins Hobby gebracht hast, sind Asseln. Ja, ne? Definitiv. Viele interessante. Ich denke, hoffe, gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein, auf die eine andere Art. No. Also hier jetzt zum Beispiel haben wir Mantiden-Nachzuchten. Genau, verschiedene Mantiden. Mhm. Ja. Wie viele Arten habt ihr da mittlerweile? Das ist eine gute Frage. Ich bin top vorbereitet. ich denke mal so zwischen 15 und 20 Arten sind es aktuell. Okay. Manchmal haben wir 3 Tiere von einer Art, manchmal haben wir 100 Tiere von einer Art. Mhm. Das schwankt da. Ja. Und man kann sagen, jede Woche kommt irgendwas Neues dazu. Mhm. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, wir probieren Sachen zweimal. Wenn es nicht klappen sollte bei uns, dann geht es halt auch wieder raus. Ja. Manchmal landet es zwischenzeitlich im Shop, manchmal halt auch nicht. Ja, okay. Weil wir haben immer gesagt, wir wollen es familienfreundlich haben. Ja. Das heißt, der sich Tiere kauft, dass er das auch eigentlich schafft nachzuzüchten, ohne einen riesen Aufwand. Okay, also wirst du auch sehen, wenn du hier durchgehst, die meisten Sachen sind sehr geläufige Tiere. Mhm. Sind bekannt, sind selten irgendwelche extrem schwer zu halten, wo du, was weiß ich, 35 Grad auf den Punkt genau brauchst oder irgendwas. Also so einfach wie möglich, dass jeder Spaß am Hobby haben kann. Ja, schön. Wenn Leute kommen, sich für Arten interessieren, Haltungsbedingungen, du streamst öfter mal, wo du Tierarten vorstellst? Richtig, genau. Ja, also das kann man machen. Man kann im Vorfeld mir schreiben, was wir uns anschauen wollen zusammen. Wenn ich es da habe, kann ich es natürlich auch zeigen. Ansonsten reden wir halt drüber, wenn ich mich da auskenne in dem Bereich. Ansonsten, ja, auf der Seite bei uns stehen Haltungsbedingungen so grob. Und jeder kann mich anschreiben. Also wir bekommen am Tag 200-300 Nachrichten. Das ist ein totes Blatt, genau. Ja. Eine Deroblatis lobata. Das ist ein weibliches Exemplar. Ja. Die gibt es einmal so in dieser beigen, hellen Farbe. Und aber auch hier vorne haben wir sie nochmal in dunkel. Also auch da hat man nochmal schöne Unterschiede. Aber das hast du ja bei Mantiden sehr häufig. Ja, wenn man sieht, das ist dieselbe Art. Ist sie jetzt kurz vor einer Eiablage? Ich denke ja. Also hinten, wenn man das jetzt vergleicht. Ja. Ja, das Mädel ist noch nicht befruchtet. Mhm. Drüber steht das Männchen, das können wir auch gleich mal zeigen. Eine schöne Otege hat es uns schon gebaut. Du. Ach da, das, ja, Tatsache. Und das Schöne bei denen ist halt auch, die machen wie so eine Brutpflege. Okay. Das heißt, das Weibchen triffst du immer in der Nähe der Otegen an. Also wir füttern jetzt auch zu mit, wie du gerade schon gesagt hast, Krillen und Heimchen. Mhm. Wobei Heimchen auch wieder weniger, eher Krillen und Heuschrecken. Okay. Ja, das ist so das Hauptfutter. Mhm. Und in der Größe kannst du hier schon mal eine schöne adulte, super adulte Heuschrecke füttern. Ja, die haben da die haben sie ein bisschen weg zu tun. Richtig, genau. Wahnsinn, ja. Okay. Da kannst du sagen, in der Woche, alle 2 Wochen mal eine Größe. Ja. Hast du es häufiger mal, oder passiert es euch auch, dass ihr immer die Männchen verspeisen, die Weibchen? Dieses Jahr muss ich sagen, Gott sei Dank. Okay. Wir hatten ein kleines Maskottchen, ja. Der Georgi, den haben wir zugeschickt bekommen von einem Zuschauer. Und wir hatten Sporomantis gastrica, ganz viele Weibchen, aber kein einziges Männchen. Okay. Also hat mal alles wieder funktioniert. Ja. Und es gab auch nirgendwo welche. Okay. Wie gesagt, ein Zuschauer hat das gesehen im Livestream, hat gesagt, ey cool, ich schicke dir eins zu. Und der hat, ich glaube, 4 oder 5 Verpaarungen durchgeführt und überlebt. Ja. Ach, und danach ist er nach Altersgründen dann von uns gegangen. Okay. Aber total cool. Und von da an kann man sagen, fast jedes Männchen hat jede Verpaarung überlebt. Okay. Füttert ihr dann die Weibchen ein bisschen mehr am Anfang? Ja. Okay. Ja. Also auch so, dass die Weibchen immer was in den Fangarm haben. Mhm. Das funktioniert nicht immer zu 100%. Mhm. Aber fast. Fast, ja. Wenn die Mädels abgelenkt sind, Bock haben. Ja. Wichtig ist auch, viele versuchen das auf Krampf. Also wenn ich schon sehe, das Weibchen bewegt sich gar nicht. Die muss ja so ein bisschen ihre Pheromone versprühen. Dass die Männchen auch wissen, wo sie hin sollen, dürfen, müssen. Ja. Dann nehme ich sie wieder auseinander. Okay. Das sieht man auch ganz oft bei mir im Livestream. Wenn es nichts wird, gehen die Tiere auseinander. Okay. Ja. Um einfach die Gefahr nicht zu haben, dass das Männchen
zum Opfer fällt. Ja, das ist jetzt ein Männchen, was am 26.08. adult geworden ist. Mhm. Hier kannst du sagen, so bei den Männchen, ich hoffe, er fliegt nicht weg, weil die Männchen sind sehr gute Flieger. Okay. Die brauchen ungefähr eine Woche, zwei Wochen, bis sie geschlechtsreif sind. Mhm. Was bei den Weibchen dann schon mal bis zu sechs Wochen dauern kann. Vom Altersunterschied her, wie lange überlebt so ein Männchen, wie lange so ein Weibchen? Also bei den Weibchen, die können bis zu einem Jahr alt werden. Mhm. Ja, wenn sie dann adult gehäutet sind, mhm. kommt aber, das hat sehr, sehr viele Faktoren. Okay. Über den Sommer kann man sagen, die Tiere werden alle nicht so alt, weil der Stoffwechsel höher ist durch die Temperatur. Okay. Mhm. Wenn die Temperatur, wenn man jetzt nicht extrem zuheizt im Winter, die Tiere werden immer etwas älter, weil der Stoffwechsel ein bisschen niedriger ist. Okay. Bei den Männchen im Vergleich zum Weibchen sagen wir immer so zwischen 2 und 3 Monaten. Okay. Ja, man hat aber auch Tiere, die nach 4 Wochen dadurch schon von uns gehen. Mhm. Ich habe aber auch drüben Exemplare, die jetzt schon 4 Monate leben. Also auch da ist... Nicht allgemein. Ne? Richtig, allgemein, ja. Okay, Wahnsinn. Kommt halt auch so ein bisschen auf die Genetik drauf an. Mhm. Wir schauen auch immer, dass wir von befreundeten Züchtern immer mal Tiere zum Austausch haben. Mhm. Das muss man jetzt nicht in jeder Generation machen. Aber man sollte nicht eine Generation immer wieder, weil dann merkt man, der Genpool wird einfach schlechter. Zum Beispiel eine Frage. Okay. Häutungsfehler vermeiden und das richtige Inkubieren der Eier bei australischen Gespenstschrecken ohne Inkubator. Und was hier für die Idealbedingungen sind, wäre halt für jemanden mal interessant zu wissen. Also mal gerade Häutungsfehler vermeiden, wie kannst du da entgegenwirken? Feuchtigkeit. Reinfeuchtigkeit. Reinfeuchtigkeit. Okay. Kann man sagen, ich vergleiche es immer schön, erzähle ich den Leuten auch auf Messe. Mhm. Wie bei uns Sommerurlaub am Strand. Die Haut ist ja die hohe Luftfeuchtigkeit gar nicht gewohnt. Das sagen wir auch noch Meeressalzwasser, irgendwas dazu. Mhm. Und dann geht die Haut bei uns richtig schön leicht weg. Mhm. So, bei uns ist das nicht schädlich. Bei den Tieren, wenn die angesprüht werden oder die Feuchtigkeit in dem Moment da zu hoch ist, dann geht die Haut bei denen nicht ordentlich sauber runter. Und dann bleiben sie auch gerne mal drinnen hängen. Dann habe ich den ersten Häutungsfehler. Ja. Wenn das Ganze zu trocken ist, kann die Haut nicht richtig aufplatzen. Und auch dann bleiben die Tiere wieder drinnen hängen. Okay. Von daher, also die Angaben, wenn man sagt 60-70%, sollten schon eingehalten werden. Okay, also dieses direkte Ansprühen auch vermeiden, weil die Haut zu nass wäre. Einfach. Richtig, richtig. Okay. Ganz wichtiger Punkt ist noch, die meisten Tiere, so zu 90%, häuten sich über Nacht. Okay. Ja, weil sie ja dämmerungsaktiv auch oftmals sind. Häuten sie über Nacht, suchen sich einen schönen Platz. Mhm. Auch wieder ein wichtiges Thema. Wir nehmen ganz gerne die Exoterritorialen mit dem Mesh oben. Mhm. Wenn gar nichts drin ist, hast du die Decke, wo sich die Tiere da abhängen können. Klar. Okay. Wenn jetzt ein Tier doch mal falsch gehäutet sein sollte, das heißt, dass mal ein Bein absteht oder dass wenn der Flügel sind, sehr adult, aber wenn irgendwas am Körper nicht ganz 100% sein soll, was manchmal passiert, haben wir jetzt in letzter Zeit immer mal ein Bild zugeschickt bekommen, dass die Boxen oder die Terras nicht hoch genug waren, dass sich das Tier gehäutet hat und es praktisch unten aufgelegen und hat sich dadurch ein bisschen verformt. Okay. Bei der nächsten Häutung kann das alles weggehen, es muss nicht. Wenn die Beine komplett entfernt sind, was ja auch mal passieren kann bei einer Häutung, abgerissen, oder auch so mal im alltäglichen Leben ein Bein verloren, kann nachwachsen. Wenn die Tiere klein genug sind, bis zum adulten Stadium, kann alles wieder schön werden. Okay. Von daher nicht immer die Hoffnung aufgeben. Mhm. Da hätte ich vielleicht noch mal einen Punkt, was mir in letzter Zeit bei Facebook aufgefallen ist, dass sehr viele Leute bei solchen Tieren ganz schnell schreiben, erlöse es. Wo ich mir denke, es ist ja mit dem Tier, solange wie es frisst, solange wie es sich bewegt, solange wie es sich halten kann, das ist das Wichtigste, weil sonst kann es ja nicht häuten. Ja. Warum soll ich das Tier erlösen? Frage war ja auch Richtung Inkubation der Eier. Richtig. Was du machen kannst oder worauf du achten sollst. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr seht ja, ich habe verschiedene Bodengründe drin. Ich habe einmal hier ganz normalen Laubwaldhumus drin. Ich habe hier Rindenmulch drin. Ich habe unser Jungle Bedding mit drin. Mhm. Also wir probieren alles selber durch. Ja. Ganz normalen Kokoshumus wäre möglich. Okay. Was generell auch gehen würde, ist Ceva. Allerdings ist Ceva ja optisch nicht das Schönste, deswegen haben wir das jetzt nicht. Aber generell wäre es auch möglich. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte meine Eier rauslesen, dauerhaft sehen, ist Ceva natürlich das Einfachste, weil dunkle Eier auf weißem Papier super zu erkennen. Ja. Wenn man das Ganze gemacht hat, egal wie, ob man sagt, okay, wir sammeln das hier raus, wir sammeln es auf Ceva raus, wir sammeln es zwischen dem Rindenmulch raus, setzen wir das Ganze auch wieder mit Bodengrund in eine Box und besprühen die Box. Die Box hat auch keine Löcher im Deckel, die ist praktisch zu. Ja. Dass man die Luftfeuchtigkeit so hoch wie möglich hält, so bei 70, 80, nahezu 100%. Okay, von der Temperatur bis dann bei Raumtemperatur, 22, 24 Grad? Genau, genau. Wir bleiben bei Raumtemperatur, also wir heizen hier nicht extra zu. Ja. Man kann sagen, in der Regel, die meisten Phasmiden schlüpfen so zwischen 5 und 6 Monaten. Läufst du Gefahr mit Schimmel oder sowas, oder hast du das in dem Bereich gar nicht? Gerade verschlossene Behälter bei der Luftfeuchtigkeit? Ganz wichtig, wenn man die Box neu sprüht, ganz kurz schütteln.
ja, vorsichtig okay, natürlich, dass man den Bodengrund so ein bisschen umwälzt. Okay. Und dann kommt man eigentlich ohne Schimmel durch. Okay. Wo es bei mir immer selber geschimmelt hat, ist mit Zewa. Wenn ich jetzt in Dosen Zewa lege und lege da die Eier drauf, viele schwören da drauf, funktioniert bei mir überhaupt nicht. Okay. Was noch eine gute Variante ist, das sehen wir hier in der Box, haben wir auch mal probiert, ist mit dem, ja, wie man es aus der Reptilienszene kennt, Vermiculit. Genau. Ja, funktioniert genauso gut. Hier ist der Vorteil, das Vermiculit hält natürlich wesentlich länger die Feuchtigkeit. Ja, klar. Also hier sprühst du, ich sag mal, einmal im Monat. Wie viele Arten davon habt ihr jetzt aktuell? Grobe Richtung? Wir liegen jetzt so bei 12 Arten. 12 Arten, ja. Also Fassmieten, das war bei uns immer so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Die gängigen Sachen, australische Gespenstschrecke, wandelnde Blätter, also die Philippinicum oder auch die Giganteum, die haben wir, ich glaube, schon immer mit im Sortiment, wenn sie verfügbar sind natürlich. Okay. Aber jetzt sind wir noch ein bisschen weiter gegangen. Da sind wir noch in verschiedene Stabschreckenrichtungen gegangen, wie rosa Geflügelte oder Knickstabschrecke. Springspinnen hast du auch. Hattest du auch gleich mal gepostet gehabt, ne? Springspinnen haben wir auch, ja. Das ist aktuell. Habt ihr noch mehr Spinnen dann? Das ist somit das Einzige, was ihr auch an Spinnen habt, oder? Genau. Also normalerweise haben wir um die 100 Springspinnen da. Ja. Allerdings gehen in der Woche auch manchmal 30, 40 Stück raus. Mhm. Und jetzt, ich weiß nicht, nächste Woche, übernächste Woche dürfen wir eine neue ankommen, antreffen. Mhm. Ist aber auch eine Art, die bei dir echt großen Anklang gefunden hat, mit der du ja sehr viel auch machst. Tausendfüßler? Tausendfüße allgemein, genau. Ja. Das kam direkt nach den Asseln und das so meine zweite große Liebe, was sich dann in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich denke auch in Deutschland gesehen haben wir mit die meisten Arten. Das jetzt sind die Gigas, sagtest du eben, ne? Genau. Ist die größte Art oder mit einer der größten Arten? Also ich sage immer mit einer der größten Arten, weil ganz fertig sind wir immer noch nicht. Ja, dann gibt es ja jetzt noch die Java Giant Yellows, die auch gigantisch groß sind. Im Wildfangbereich bekommt man immer wieder unterschiedliche Größen von Tieren. Für einen Einstieg, für jeden, also der was sehen möchte im Becken, nur zu empfehlen. Ja. Ja, die Lebenserwartung bis zu 10 Jahre. Ach doch, so lange, echt? Ja. Ach, okay. Oh, was bei ihnen ein bisschen ist, also man bekommt zu 95% nur Wildfänge. Mhm. Ja, also Nachzuchten, sehr, sehr schwierig. Regenzeit nachstellen, Trockenzeit nachstellen. 5 Jahre oder 3 bis 5 Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Okay. Und all sowas. Und das macht in allem dann schon etwas schwieriger. Der Geschlechtsunterschied, hattet ihr mir eben schon erzählt, ist einfach, dass bei dem Männchen fehlt vorne dann ein Beinpaar. Das siebte Beinpaar, das fehlt. Ja, okay. Ja, beziehungsweise man sieht auch schon die Uropoden, also das Geschlechtsorgan. Was ist da so deine Lieblingsart von den Tausendfüßern? Hast du da eine? Von den Tausendfüßern? Mhm. Also ich finde die kleineren am interessantesten, tatsächlich. Ja, und das sind alles die Centrobolus-Arten. Okay. Ja, die Mosambik, die Splendidus. Hast du die hier? Habe ich auch welche da. Ja, ja, die können wir uns gerne angucken. Ja, gerne. Das jetzt zum Beispiel ist eine Art, die du persönlich mal ganz cool findest, ne? Richtig, genau. Das ist eine meiner Lieblingsarten. Ja. Die Centrobolus Mosambik sind das. Mhm. Genau. Die Splendidus genauso. Ja. Unterscheidungsmerkmal ist hier, in dem Bereich hat man jetzt den schwarzen Kopf und die schwarzen Beine. Ja. Hier haben wir auch gleich ein Männchen gezogen. Okay, woran siehst du das? Das gute Auge sieht es einfach an der schmalen Form von dem Kerl. Die Weibchen sind ein bisschen kräftiger. Wenn man ganz genau hinguckt, hat man hier im siebten Beinpaarbereich eine kleine Einengung im Körper schon. Also er geht nicht gerade durch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt unten drunter das Geschlechtsorgan sehen werden. Ist natürlich, er wendet sich. Ja, gut, er zeigt es jetzt nicht so schön. Aber ihr müsst es mir jetzt einfach mal glauben. Hier sieht man es ganz kurz. Da, jetzt hat man es. Da sieht man es schön. Ja, ja? Okay. Und das ist das siebte Beinpaar praktisch, wo was fehlt. Und hier zeigt er schon schön sein Geschlechtsorgan. Also der junge Mann ist bereit. Er sucht eine Lady. Immer, also wir gucken natürlich zur Kontrolle immer auch nochmal unten. Ja. Ja, wenn jetzt jemand ein Pärchen bestellt, was bei uns recht oft vorkommt, dass die Leute sagen, okay, ich hätte gerne 3.1, dass wir das natürlich auch einhalten. Ja. Ja. Sind auch bei dir im Shop auch ganz normal hinterlegt? Genau, ja, ganz normal hinterlegt. Ja. Und oftmals auch so Staffelpreise, wo man sich dann schon sagen kann, 2 Adulte ist meistens ein Pärchen. Das machen wir auch von uns aus. Ja. Selbst wenn Arne jetzt nichts schreibt, dann packen wir, wenn es möglich ist, immer ein Pärchen rein. Ja, ja. Weil wir wollen ja, dass er Spaß dran hat. Ja, klar. Dass er auch weiter züchten kann. Mhm. Und die meisten verfolgen das ja. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich möchte nur Männchen, ich möchte um Gottes Willen keinen Nachwuchs. Okay. Ja, da müssen wir das natürlich auch einhalten. Sicher, klar. Und hier sind wir jetzt bei den Centrobolus Splendidus. Wie wir es gerade schon hatten, wo der ganze Körper rot mit schwarz untersetzt war, haben wir jetzt hier komplett nur rot. Roter Kopf, rote Beine, roter Oberkörper. Ah, hier haben wir noch jemanden. Ist natürlich jetzt mit der Beleuchtung, sie sind dämmerungsaktiv, das heißt in dem Bereich verziehen sie sich natürlich in der Box nach unten. Womit fütterst du die Jungs? Am liebsten füttern wir aktuell Surini.
Ja, weil es die halt hier überall gibt. Von den Nachbarn gibt es immer was. Wir haben selber einen Garten, wo wir halt was entnehmen können. Man weiß, es ist wirklich Bio. Ja, okay. Nichts gespritzt. Dann geht man sehr gerne aktuell Melonenzeit. Das heißt, mit Melone wird gefüttert. Was aber im Endeffekt auch geht, man kann das Ganze auch weglassen und geht einfach auf die Richtung, was finde ich im Wald? Laub. Was finde ich noch im Wald? Flechten. Okay. Ja. Dann muss man dran denken, ein bisschen Proteine sind auch wichtig. Gut, jetzt tote Tiere könnte man reinsetzen, wenn man jetzt irgendwelche Futtertiere übrig hat. Empfehle ich aber nicht unbedingt, weil es zieht oftmals irgendwelche Fliegen an, irgendwelche Milben und. Deswegen, was haben wir hier für eine Alternative? Fischflocken. Ja, oder verschiedene Sachen aus der Aquaristik, Bachflohkrebse, Schrimps und. Ja, Trockenstinde und das legt man einfach bei. Hier muss man natürlich nur gucken, 1-2 Tage, dann sollte man es entfernen, weil auch das entwickelt dann wieder einen Geruch. Okay, ja. Und schon hat man die Proteinversorgung auch geregelt, ja, was dann wieder für ein ordentliches Wachstum, aber auch für eine Verpaarung wichtig ist. Mhm. Ansonsten Flechten, Laub, Moose, ja, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, an verschiedene Moose ranzukommen. Mhm. Man kann sie kaufen, man kann sie selber sammeln, wenn man jetzt einen eigenen Garten hat. Wir machen sehr gerne rein Seemandelbaumblätter, die es bei uns auch im Shop gibt. Mhm. Ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt geworden. Hat mehrere Möglichkeiten. Desinfiziert, antiseptisch das Ganze. Ach so. Und aber auch ein sehr gutes Futtermittel. Ja, das Schöne ist halt auch, dass einfach dieses Laub halt auch länger bleibt. Ich sag mal, bei Buche, Eiche, also das verfault sehr, sehr schnell. Ne? Ja. Gerade wenn du diese feuchtwarmen Temperaturen hast und diese tropischen Blätter. Deswegen sollte man Grovenwurzeln nehmen. Richtig. Wenn du Äste, Wurzeln hier aus dem Wald nimmst, verfault er leider einfach zu schnell. Ne? Ja, bringt auch Schimmel oftmals mit sich. Weil einfach auch das, ja. Ja, jetzt hat man eben über Melone gesprochen. Hier sieht man es. Ja. Ich habe gerade ein schönes frisches Stück. Ist übrigens auch aus dem Garten, aus dem eigenen Garten. Musst du, ich sag mal, wenn du sowas fütterst, Wasser mit beistellen oder ziehen sich dann die Feuchtigkeit auch aus dem Futter? Also deswegen zum Beispiel Zucchini hat ja auch einen recht hohen Wasseranteil. Richtig, genau. Also rein theoretisch würde das reichen. Allerdings brauchen sie die Feuchtigkeit für eine Häutung. Ja, das heißt, die Boxen sollten schon so bei 60-70% Luftfeuchtigkeit liegen. Mhm. Ja, aber jetzt eine Wasserschale oder eine Dochtränke, wie man es aus anderen Bereichen der Tierzucht kennt, braucht man nicht. Die Häute, also die Haut, fressen sie dann auf oder nimmst du die mit raus? Oftmals, die bleibt in der Erde und wird tatsächlich gefressen. Okay. Was hast du da jetzt für Schönheiten rausgeholt? Ja, das ist mit so der größte bekannte Käfer in der Hobbyzucht. Das ist der Dynastis Hercules. Jetzt mal im Vergleich mit einer Oedicella-Larve. Ja, das ist jetzt eine L1er und das sind schon L3er Larven. Ja. Wenn man sich überlegt, dass die ungefähr noch, wenn es gut kommt, doppelt so groß werden können. Und wenn man sie jetzt schon so auf die Hand nimmt und sagt, das ist schon mal so die Handfläche. Ja, man muss natürlich auch aufpassen, vorne die Kopfkapsel. Ja, die hat auch schon ein bisschen Kraft, also die zerdrücken schon ein bisschen Holz. Wie groß ist denn der Käfer nachher, wenn der dann sich puckt? Der Käfer, also der größte, der war 10,9 cm ist der Weltrekord. Die Weibchen werden in der Regel 6 cm groß. Die sehen auch aus wie normale Käfer. Und die Männchen 12 cm, so in Deutschland bis 15 cm der Durchschnitt. Es gibt bei jedem Züchter so ein Geheimrezept vom Bodengrund. Mhm. Also der Otto Normale, der hat Laubwaldhumus, weißfaules Holz, entweder gehäckselt als Stück oder beides. Oder auch Flakesalt ist ja auch mittlerweile sehr bekannt von verschiedenen Herstellern und tun da ihre Käfer bzw. ihre Larven rein. Ja. So, und dann gibt es aber für jeden Einzelnen, der das ein bisschen spezieller betreibt, dieses Hobby, und sagt dann, okay, mir kommt es wirklich auf jeden Millimeter an, dass der dann bestimmtes Holz nimmt, in einem bestimmten Härtegrad, Weichegrad, wie auch immer. Okay. Ja, so speziell und extrem machen wir das natürlich nicht. Ja, wir schauen, dass es passt. Wir nehmen zum Beispiel Flakesalt gemischt mit weißfaulem Holz. Mhm. Ja, wir geben das in beiden, also wir geben festes Holz dazu, wir geben weiches Holz dazu. Mhm. Jede Larve sitzt in einer einzelnen Box. Jetzt haben wir hier diese, ich weiß nicht, was das ist, 9 Liter Boxen. Und später geht es dann in eine 22 Liter Box über. Weil ich ja gesagt habe, so eine Larve kann fast doppelt so groß noch werden. Wir empfehlen in der Größe die Einzelhaltung. Mhm. Jetzt nicht, weil sie kannibalisch sind, sondern weil sie extrem viel fressen. Und dass sie da einfach die Möglichkeit haben, wenn man am Ende auch einen schönen, großen, kräftigen Käfer haben möchte, einfach einzeln halten. Stark. Wenn man jetzt vergleicht, was die Gefahr ist, hier ist so ein Weibchen, hier sieht man es schon so ein bisschen, wenn man das im Vergleich hat. Und erkennst du das mit den Geschlechtern allein schon? Das zeige ich dir gleich nochmal. Ja. Aber hier siehst du ja so richtig weiß, richtig hell, cremig. Ja, und hier sind wir so in einem dunklen, dreckigen Weiß. Ja. Und das ist schon so ein Indiz für, dass sie sich gerne in eine Puppe bauen. Wie alt werden die Käfer? Wenn man gut ist, bis zu einem Jahr. Okay. Die Adulten, also der fertige Käfer am Ende.
In der Regel sagt man zwischen 3 und 6 Monate. Okay. Aber hier sind wir auch wieder temperaturabhängig, Luftfeuchtigkeit, ja, was für Futter bekommt er. Hm. Genau, genau. Und ist er verpaart oder nicht verpaart? Ja, ach, das war auch ein Unterschied. Oftmals Tiere, die nicht verpaart werden oder zur Verpaarung genommen wurden, werden älter. Und jetzt haben wir den gerade schön offen. Man wird es nicht auf der Kamera erkennen, aber hier in dem Bereich, hier ist ein weißer Punkt. Ja. Hier ist ein kleiner weißer Punkt und das sieht man so ab der dritten, ab dem dritten Larvenstadium. Mhm. Und das ist das Indiz für Männchen. Ach. Bei den Weibchen ist in dem Bereich alles normal. Ja, das sieht man schon. Ja, die machen schon Meter, ne? Richtig. Also wenn die einmal was zum Greifen kriegen, die haben schon Kraft und dann sind sie auch ganz schnell wieder verschwunden. Was es oftmals noch gibt unter Käferhaltern, dass sie ihre Larven regelmäßig wiegen, um einfach zu erkennen, habe ich das richtige Substrat, gebe ich das richtige Futter, nimmt die Larve in einem gewissen zeitlichen Rahmen auch an Gewicht zu. Okay, ja. Ja, also viele wollten immer Bandfüßer nachziehen. Ein Bandfüßer ist ein bisschen anders als bei Tausendfüßern. Es ist ein bisschen schwieriger, weil sie gehen weniger an Ersatzfutter dran. Okay. Das heißt, hier muss ich mit ordentlichem Bodengrund, ordentlichem weißfaulen Holz und auch viel Laub arbeiten. Mhm. Wenn das Ganze dann läuft und man hat die ersten Nachzuchten, was hier drinnen sehr, sehr gut gelaufen ist. Ja, ich hatte eben mal geguckt, da oben hat das recht viele kleine, ne? Genau, hier auch am Rand. Hier sieht man mal schön, oh, hier ist eine schöne Gruppe. Die gehen dann auch an Ersatzfutter sowas wie Fischflocken dran. Mhm. Und ab da, wenn die das annehmen, steht eigentlich einer ordentlichen Zucht nichts mehr im Wege. Okay. Wichtig ist hier, wie du es schon siehst, die Feuchtigkeit. Mhm. Also hier sollte man bei 80-90% dauerhaft liegen. Sobald die Feuchtigkeit weggeht, vertrocknen die Tiere. Aber auch von der Temperatur her 24-26 reicht aus? Ja, also vollkommen. Ja. Okay. Ich sag mal, optimal hat man es jetzt bei 25 Grad. Wir haben mittlerweile 4 oder 5 Boxen davon, weil wir sie immer wieder teilen müssen. Die Nachfrage gigantisch ist. Mhm. Wir sagen immer ganz liebevoll der Ladykiller. Ja, weil Frauen sind ja jetzt nicht unbedingt auf sowas fixiert. Aber durch das rosa Pinke hast du bisher jede bekommen. Sehr schön. Und ich finde es immer amüsant, wenn die Jungs und Mädels dann zu Hause sind oder bekommen sie nach Hause geliefert und schreiben dann schon einen Post von Instagram oder Facebook rein, ich habe meinen Ladykiller bekommen und es ist tatsächlich so. Ja, also sie sind gleich im Bann. Was ja auch schön ist, dass in dem Hobby mit dem Wirbellosen ein recht hoher Frauenanteil ist. Mhm. Ja, also ich sehe es ja natürlich über den Shop, ich kann das ja auswerten. Wir sind, ich glaube, bei 40% Frauenquote. Ach, wirklich? Was bei, ja, ich sag mal, so ein Getier, Asseln, Schaben, Tausendfüßer, Bandfüßer, mit 40%, denke ich, schon recht stark ist. Das hätte ich auch nicht vermutet, dass das da so hoch ist. Hier sind wir jetzt bei den Asseln? Hier sind wir bei den Asseln, tatsächlich, ja. Das ist ja so das, was mich oder Home of Insect so vorangebracht hat. Die meisten kennen uns ja noch von da mit den ersten 5 bis 10 Asselarten auf Messe. Mhm. Ja, und dann wird es von da an immer mehr. Jetzt liegt man schätzungsweise so bei 60, 65 Arten. Wahnsinn. Asseln. Ja, so ein paar wie die Panda zum Beispiel, voll, ne? Richtig, genau. Die das hat ja super funktioniert. Ja. In Orange, in diesem Pale, in White, mhm. in Milkback. Was jetzt aktuell gerade sehr beliebt ist, sind die Kubaris-Arten. Alles, was so aus Asien hier rüber schwappt. Da kommen ja regelmäßig neue Farbformen, Zuchtformen, Lokalitäten und dazu. Ja, jetzt zuletzt, auch ein befreundeter Züchter hatte, das ist jetzt nicht aus Asien, das kommt aus Europa, von Griechenland, der Insel Korfu, ja. die Fluffies, ja, eine Assel mit Haaren drauf, ja. also wo ich das gehört habe, da wusste ich, okay, die musst du haben. ja. Ist nicht mega groß, wir können sie wahrscheinlich nicht mal richtig filmen, weil wir sie erkennen werden, so mit ihren 9 mm, ja. mhm. vielleicht mal 1 cm, wenn du ganz viel Glück hast. Ach, aber eine Asse mit Haaren, also schon, ja. ist ja schon fast wie ein Hund. Hier hinten in dem Bereich, das ist so unsere Kubaris-Ecke, ja. ja, wovon ich gerade schon gesprochen habe. Die bekannteste, die Rubber Duckies. Ja, sehr cool, sehe ich schon, ja. Ich denke, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher ein. Gerne. Das ist auch die Art, die die meisten kennen und auch die meisten bewundern und die meisten haben wollen. Ja. Dann kam er jetzt zuletzt, ich weiß gar nicht, wo sie stehen, ach, hier die Kubaris-Back Mandarin. Ja, also eine knallorange Kubaris. Ich wollte gerade sagen, das war mit einer der letzten Posts, auch die du gemacht hattest bei Instagram, kann richtig, das sein? Richtig, genau. Ja, die war echt cool, ja. Das war so eine Art, ich glaube, nach 30 Minuten ausverkauft. Ach, echt? Ja, 30 Minuten ausverkauft. Dann hatten wir noch die Amber Tiger und die, wie hießen sie, Blue Lemon. Ja. Das waren, glaube ich, 10 Sekunden ausverkauft. Ach, Quatsch. Also ich weiß nicht, wie es die Leute geschafft haben. Ich habe auf den Knopf gedrückt und schon stand da offline. Ja, also, ach, Wahnsinn. Die müssen da tatsächlich gewartet haben. Also hier sehen wir mal eine kleine Zuchtgruppe.
Das heißt, das sind die adulten Tiere. Ich würde fast darauf tippen, dass das ein Weibchen ist. Hier ein Männchen. Bei den Männchen sieht man es wieder dran, es geht schmaler hinten zusammen. Das Weibchen ist ein bisschen gedrungener, ein bisschen dicker, ein bisschen kräftiger. Dann haben wir, das wird ein Jungtier sein, was jetzt zuletzt mit auf die Welt gekommen ist. Und das ist so Anfang des Jahres ungefähr, kann man sagen. Ja. Wie lange brauchen die, bis die adult sind? Also bei den Kubaris-Arten dauert es tatsächlich etwas länger als bei normalen. Wir sagen so schätzungsweise ein Jahr, muss man schon rechnen. Doch so lange, okay. Ja. Wie alt wird eine Assel? Hast du da auch Erfahrung zu? Ist ganz unterschiedlich, aber die Rubber Duckies so um die 2-2,5 Jahre kann man hinbekommen. Und in der Zeit, also wir selber können uns nicht beschweren mit Nachzuchten, wenn wir jetzt hier weiter drinnen suchen, wir haben, ich sage jetzt einfach mal, um die 100 Tiere in so einer Box drinnen. Ja. Wir geben sie nur nicht regelmäßig ab, weil wir müssen natürlich auch sehen, dass immer genug nachwächst. Weil die Nachfrage ist definitiv da. Mhm. Ja, hier sieht man auch wieder die nächsten kleinen. Hier ist wieder. Ja. Man muss natürlich auch ganz vorsichtig machen. Es kann immer sein, dass ganz frisch geschlüpfte sind. Mhm. Und so vom Substrat her, was hast du drin? Also weißvolles Holz sieht man schon. Laub, ein bisschen Moosanteil mit drin für richtig. Feuchtigkeit oder auch mehr zu Feuchtigkeit, Futter. Okay. Mhm. Ab und zu gibt es hier auch ein Stück Surini mit rein. Mhm. Das ist eigentlich so, ja, doch ziemlich das Einzige, was wir füttern. Hier kommt nichts weiter rein. Mhm. Ein bisschen Fischflocke als Proteinspender. So, hier sehen wir gerade eine ganz normale Armadillium Perassai. Ja, die kommt auch ursprünglich in Richtung Griechenland. Und das ist der Morph Paradox. Ja, sieht man hier schön, also vorne das Graue, das ist die Grundform. Und hinten das mit dem Weißen, das sind jetzt die Zuchtform Morph. Die schon Form. Recht groß auch so als Assel. Ist das eine ist, größere Asselart? Oder? Ja, also es gibt die Art einmal von der Insel und einmal vom Festland. Und die von der Insel sind nochmal ein Stückchen größer. Okay. Liegt aber auch teilweise mit den Temperaturen zusammen. Also wenn Asseln eine höhere Temperatur genießen können, werden sie größer. Das hier sind, es gibt ja unterschiedliche Vermehrungsgrade. Mhm. Bei der Art, das ist schon ziemlich ausgereizt. Also die bringt richtig Jungtiere. Okay. Wenn einer sagt, ich habe Bock auf richtig viele Tiere, Perassai, kann ich nur empfehlen. Hier sind wir jetzt, ich sag mal, bei deinem Anfang, Schaben. Was ist so eine Art von dir jetzt, die du besonders magst, oder vielleicht sogar noch mit Zug hast? V-Schaben haben wir jetzt gerade schon gehört. Was ich gerade richtig geil finde, ja, war ich auch mega stolz. Also es gibt ja die normale Pfefferschabe, die jeder kennt. Ja. Die ist ja schon recht groß und die wurde ja damals auch mit die schwerste beflügelte Schabe bezeichnet. Ja. Allerdings gab es jetzt nochmal einen neuen Fundort in Panama. Ja, also wenn man das jetzt so vergleicht, die zwei Arten. Ja, Wahnsinn. Das war bisher die schwerste beflügelte und jetzt wurde sie abgelöst. Und wahrscheinlich gibt es draußen noch viele, viele Arten, die uns gar nicht bekannt sind. Ja. Ja, wenn man überlegt, wie viele Jahre das mit den Schaben schon gemacht wird. Und jetzt vor, ich weiß nicht, 2 Jahren ist die ins Hobby gekommen. Mhm. Bei den Schaben unterscheidest du ja zwischen Scheibenläufer, Nicht-Scheibenläufer. Richtig. Und ich glaube von der Fortpflanzungsart her, ne, ob sie Eier legen oder lebendgebärend sind. Ne? Genau, ob du diese, genau, ob du Ovopär bist, also das heißt, die haben ein Eierpaket und es sieht aus wie eine Lebendgeburt. Das heißt, sie schieben sie raus, das Männchen befruchtet das Eierpaket und dann nimmt das Weibchen das wieder mit rein, kümmert sich drum und irgendwann sprießen die hinten raus und die sieht aus wie eine Lebendgeburt. Ah, so die Eier schlüpfen also quasi in dem Weibchen. Dann. Richtig, genau. Ja, oder wie man es bei den Schokoschaben ganz gern sieht oder kennt oder daher kennt, diese kleinen Eierpakete. Ja. Das ist halt auch das Gefährliche. So kann man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Pestschabe und der weniger Pestschabe. Okay. Weil ich kann das Weibchen gefangen haben, was mir vielleicht abgehauen ist, aber ich weiß nicht, wie viele Eierpakete sie schon verteilt hat. Okay. Ja. Wenn ich jetzt ein anderes Weibchen, sie kann die Jungtiere auch schon rausgelassen haben, aber sind wesentlich weniger als in den Eierpaketen, die hier verteilt sein könnten. Mhm. Und ja, wenn ich das Weibchen habe, dann ja, habe ich in der Regel auch den Rest. Ja. Was ist eine Schabe, die man vielleicht nicht häufig sieht? Hast du da was? Ja, das wäre rein theoretisch die Rhinoschabe, allerdings sind die aktuell nicht da. Okay. Dann haben wir noch so Panestia-Arten. Das ist wieder was aus Thailand, irgendwie, ja, man trifft es immer wieder. Mhm. Ja, die haben so eine schöne Zeichnung. Ja. Und hier unterscheiden, es gibt relativ viele Arten davon und sie unterscheiden sich praktisch im ersten hinten an den orangenen Punkten. Bei manchen geht es durch, bei manchen ist es ein bisschen größer, bei manchen wie hier ist es jetzt gepunktet. Mhm. Und die adulten Tiere bekommen dann darüber schwarze Flügel. Ich sag mal, ab da werden sie relativ langweilig. Okay. Ja. Aber so optisch, wenn man die jetzt sieht und man würde sich die Punkte wegdenken und das Ganze als dunkel, ist es zu vergleichen von den Beinen her auch wie eine Rhinoschabe wieder. Mhm. Okay.
Was als nächstes dann gekommen ist, sind die Smaragdschaben. Ach ja, sicher. Das ist noch eine sehr, sehr gefragte Art. Also ich glaube, die hat das ganze Schabendenken auch extrem umgekrempelt. Okay. Weil da wurde dann gesagt, dass eine Schabe nicht nur ein Pest oder ein Schädling ist. Und hier ist ja wieder, wo wir beim Sozialverhalten sind. Hier siehst du es schön. Hier ist ein Jungtier an der Mutter dran. Und man spricht hier von so einem ähnlich wie Säugen. Ja, also die Jungtiere sind im ersten und auch manche im zweiten Larvenstadium an dem Weibchen unten dran und werden über die Nahrung von ihr praktisch mitversorgt. Ach cool. Hast du einen Fauchschaben hier? Fauchschaben haben wir auch hier. Ja. So kommunizieren die untereinander. Und das sind jetzt quasi zwei Männchen, ein Weibchen auf der Hand, ne? Ja. Richtig, genau. Das ist das weibliche Tier. Mhm. Ist aber auch noch ein jüngeres Tier, ist noch nicht ausgewachsen. Mhm. Das ist ein ausgewachsenes Männchen, das ist ja super adult, eventuell auch schon adult. Ja. Ist immer ein bisschen, die Männchen unterdrücken sich gegenseitig sehr gern. Hier, Semi, unser jüngstes Mitglied von Home of Insects. Der Kleine interessiert sich immer sehr viel für die ganzen Fassmieten, Mantiden. Mhm. Und was ist dein Lieblingstier? Was willst du mal angucken? Skorpion. Der Skorpion, genau. Passt auf dem T-Shirt schon, ne? Richtig, passt zum T-Shirt für den kleinen Mann. So. Ja, sehr cool. Wir sind auch so in deinem letzten Arbeitsbereich, in deinem Streaming-Bereich. Richtig. Wo du ja wirklich viel machst mittlerweile, auch sehr, sehr interessante Themen hast. Also für alle, die es interessiert, schaut auf jeden Fall mal rein. Sehr coole Sachen mit bei. Ich hoffe, es geht noch viele, viele Jahre so weiter, dass man auch diesen Ehrgeiz behält. Ja, weil viele fragen, Mensch, wie machst denn du das? Und ich kann das da auch so machen. Mhm. Sicherlich. Man muss sehen, ich bin ungefähr 18 Stunden am Tag hier. Mhm. Und das 7 Tage die Woche. Ja, wir haben heute Sonntag. Ne? Man muss erstmal diese Zeit aufbringen können. Das funktioniert aber auch wieder nur mit der richtigen Partnerin. Also wenn im Hintergrund auch alles funktioniert. Ja, wenn man ein tolles Team hat, Leute hat, die einen auch zum Sonntag unterstützen. Ja. Ja, also es geht nicht ohne. Ja, so, ja. Und das macht das Ganze insgesamt erfolgreich. Ja. Schön. Nein, freut mich echt zu sehen und zu hören auch. Hast du noch einiges vor auch? Ihr seid schon lange nicht da, wo ihr hin wollt. Richtig, richtig. Pascal, viele Projekte. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. War ein sehr, sehr geiler Tag bei dir. Hat mich gefreut. Mich auch sehr. Wie gesagt, ich kann es euch echt nur ans Herz legen. Schaut mal bei Pascal vorbei. Es gibt wirklich geile Sachen, auch gerade im Stream. Ich persönlich habe schon einiges mitnehmen können, viel lernen können. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, Home of Insects bei Facebook, Instagram. Ich glaube, es gibt nichts, wo du nicht vertreten bist. Doch, Twitter. Okay. Ansonsten kontaktiert ihn einfach. Der ist da immer für Rede und Antwort parat. Richtig, ja. Wünsche euch noch alles Gute, haltet mir die Ohren steif und wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.